Oh. So, jetzt. So, hallihallo, meine Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Wo fange ich an? Was mache ich heute? Ich werde jetzt zuallererst hier seitlich oben die Dachkante fertig spaxen. Schrauben sind da. Und dann Dreckschaufeln und sieben. Dass ich einfach die Hochbeete fertig kriege. Manu ist heute nicht dabei, zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht kommt es ja nachmittags mit raus, nach der Arbeit. Jo. Dachpaneele sind auch gekommen für da oben. Komme ich aber heute nicht dazu, eben weil ich mittags auch wieder weg muss. Dann wurde gesprochen wegen Unterspannbahn. Hier haben wir noch genügend Unterlüftung, denke ich einmal. Oder Hinterlüftung oder wie man das nennt. Seitlich ist dann ja auch noch ein bisschen Luft. Und da denke ich nicht, dass sich das in eine Tropfsteinhöhle verwandelt. Sollte eigentlich alles gut gehen. Ja, leider, wie gesagt, komme ich heute nicht zu dem Dach da oben. Das muss ich mir noch ein bisschen aufheben. Weil mir ist jetzt echt wichtig, dass die Hochbeete fertig werden, damit ganz einfach unsere Wintersetzzwiebel-Dinger da reinkommen. Ich lege jetzt los, spack's da hinten schnell die Seite fertig und dann geht's mit dem Dreckschaufeln los. Ja, ruckzuck die Dachkante festgespackt, ist zwar jetzt nicht am schönsten, aber naja, vielleicht klopfe ich es ja nochmal ein bisschen platt, dass es ein bisschen sauberer aussieht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und jetzt Handschuhe anziehen, Dreck schaufeln. Hilft ja nichts. So, soweit mal aufgefüllt. Da hinten hatte ich 2-3 Schubkarren zusammengebracht. Aber da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr. Das Zeug ist so klitschnass, dass es das komplette Sieb eigentlich nur noch verstopft. Das macht auch keinen Spaß, Leute. Und der Dreckhaufen da hinten, mittlerweile flackt da auch schon viel Erde mit dabei, weil es einfach nicht mehr durch Sieb durchgeht. Naja. Puh. Ich glaube, ich hole da noch irgendwas. Erdetechnisch. Noch ein paar Sackel, um das fertig aufzufüllen. Ich will es heute einfach noch voll haben. Ich habe keine Lust mehr dazu. Da oben habe ich ausgerechnet, brauche ich 4 von meinen Platten, 8. 4, 8. Brauche ich genau 8 von meinen Platten. 4 in der Breite und 2 in der Länge. Boah, mal gucken, wann ich da dazu komme. Jetzt schraube ich unten noch die Leisten weg, außen an der Hütte. Dann ist es fast schon wieder Zeit, dass ich mich verpiss hier. Leider. Aber hilft nichts. Leute, wenn man Termine hat, sollte ich später nochmal rauskommen, geht's Video weiter. Ansonsten sage ich jetzt schon mal Tschaikowski. Hilft nichts. Jo, ich bin wieder da. Und nicht alleine. Die hessischen Messerstecher sind auch wieder da. Weil, Spatzel darf gleich wirklich Messer stechen. Mache ich doch gerne. Und zwar, sie darf jetzt hier ein Sack Bio-Pflanzkompost noch mit einem Beet, ein Sack Bio-Hochbeeterde vermischen. Das ist jetzt noch die eine Schicht. Oh, da geht dasselbe und dann kommen noch exakt 1, 2, 3 pro Feld 3 Säcke Hochbeeterde dann als allerletzte Schicht rein. Und dann habe ich die Schnauze voll von den Hochbeeten. Dann muss fertig sein. Oh, Spatzel, Spatzel, Spatzel. Nein. Schneid doch einfach hier unten ein. Nimm den Sack oben und schüttel ihn einfach aus. Entschuldigung. Ja. So ist es doch am einfachsten, oder?
Ja. Auf jeden Fall. Ja. Manchmal hat der alte Depp doch recht. So, Leute, und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt meinen Farbkübel, meinen Pinsel und tue jetzt die Zwischenräume in der Wand streicheln. Ja, genau. Weil sonst rast die aus. Aber vorher brauche ich meinen Bauhelm. Weil sonst geht gar nichts. Bei den anderen habe ich schon wieder daheim gelassen. So, Attacke! Juhu! Heute geht was vorwärts. Hardcore. So, die zwei Hochbeete sind auch soweit fertig. Und Spatzel, wenn du Lust hast, kannst du dann gleich anfangen. Ja. Da unsere Steckzwiebeln reinzutun. Okay. So, die Hochbeete habe ich jetzt voll gemacht und jetzt mache ich die Steckzwiebeln drauf rein. Jo, Wintersteckzwiebeln. Ja, und dann haben wir noch einen Knofi, der kommt da auch noch rein. So, ich weiß jetzt bloß nicht, wie weit sie da hier jetzt die Zwiebeln rüber gepflanzt hat. Sag mir das doch mal. Ja. Du brauchst sie jetzt nicht ausgraben. So ungefähr. Okay. Ja, dann den Rest lassen wir brach liegen. Hier holen wir jetzt nochmal ein bisschen Erde raus. Warum? Hier kommt nochmal ein 1,80 Meter Hochbeet hin. Das ist jetzt fix. Und von hier weg. Hier rüber wird jetzt noch ein bisschen mit der Erde vermischt. Und mit der anderen Erde? Nein. Doch, da hinten, mein Schatz. Hä? Hier hinten, ein bisschen aufgefüllt. Ja, aber mit der Erde kannst du es hier jetzt die Erde vermischen. Natürlich. Und dann kannst du hier den Knoblauch stecken. Richtig. Dann haben wir hier ein kleines Knoblauchfeld. Ja. Fertig. So machen wir das. Richtig. Ja. Also. Ich bin ja bloß am Zwischenräume heute pinseln. Rollern tue ich dann, ja, das nächste Mal. Oh, die Wand saugt Farbe auf, Leute. Abartig. Dreimal wieder streichen. Mindestens. Ja, da verreckst schon wieder Dose Farbe leer. Und ich habe jetzt keinen Bock, noch heute noch die nächste aufzumachen. Also. Da hoffe ich, dass ich dann morgen weiterkomme. Na, Knoblauch drin? Ja. Ja, sehr schön. Dieser Knoblauch war vergammelt. Ii. Die restlichen. Ja. Wie weit haben wir dann Knoblauch? Bis hierhin. Okay. Hier ist alles frei. Hier ist der letzte. Okay. Gut. Dieses Feld. Gut. So, Leute, das Zeug ist draußen, meine Farbe ist alle, Manu sitzt auch schon, die kann auch schon nicht mehr. Und ja, komme ich mal hier runter. doch ein bisschen was geschafft, nicht allzu viel heute, aber zufrieden bin ich trotzdem, vor allem, weil ich habe heute die Wand streicheln dürfen. Ja. Ja, und ja, sofern das Wetter halbwegs mitspielt, werde ich morgen mir sofort den Pinsel schnappen und sofort weiter streichen. Dass die Zwischenräume fertig sind. Ja. Und dann mit der Farbrolle. Und dann schauen wir mal, wie weit die kommen. Genau. Ja. Okay, Leute, dann sagen wir mal Tschaikowski. Tschüss. Ja, bis rein theoretisch morgen. Morgen.